herzlich willkommen. Ich darf Ihnen mein Team vorstellen. Zwei Teams wieder fehlen. Der eine ist leider erkrankt, der zweite hat Urlaub und da wollte ich ihn heute auch nicht aus dem Urlaub herausholen. Ja, ich fange einfach hier mit der Martina Koch an. Die Martina Koch ist ja die Archivsachbearbeiterin, das Archivurgestein, sage ich mal. Ich sage immer, die einzige und echte Archivarin, wenn man so will. Die Eva Woblewski ist unsere Restauratorin und Buchbinderin. Und die Frau Alina Grenitz, Frau Grenitz ist bei uns seit 2013, hat hier ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste in der Fachrichtung Archiv gemacht, ihre Ausbildung in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Archiv, was macht so ein Archiv, wenn Sie sich verschiedene Internetpräsenzen von Archiven anschauen, dann stoßen Sie häufig auf den Satz, das Archiv ist das Gedächtnis der Kommune, des Landes oder was auch immer. Und da steckt eigentlich schon eine Erklärung drin, das Gedächtnis, also wir sammeln, wir bewahren, wir erschließen und wir machen Unterlagen, Dokumente und viele andere Dinge auch nutzbar, die mit der Lokalgeschichte zu tun haben und die für spätere Generationen von Bedeutung sind. Das ist also das neue Rollenbild von Archiven, von modernen Archiven. Und wofür sammelt ein Archiv die Unterlagen? Soll die nur verstauben und irgendwann dann mal zutage gefördert werden? Oder sollen diese Unterlagen tatsächlich nur einen elitären Kreis von Historikern, Wissenschaftlern vorbehalten werden? Und da wurde gesagt, nein, diese Unterlagen, die in den Archiven lagern, die sollen auch einer Öffentlichkeit, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Historische Bildungsarbeit, das war das entsprechende Stichwort. Und so hat sich auch das Herner Stadtarchiv dahingehend entwickelt können. Das kann aber auch nur funktionieren, wenn es ein funktionierendes oder ein Archivteam gibt, wo die Zahnräder ineinander greifen. So, ne? Es ist nicht mehr so, wie es früher war. Es werden Unterlagen den Archiven überreicht und die werden dann archiviert und gut ist. Ich zeige Ihnen einfach mal unsere älteste Unterlage, Dokument, eine Urkunde aus dem Jahre 1361. Nachdem Jürgen Hagen den Teilnehmern der Archivführung ausführlich die Aufgaben und Möglichkeiten des Stadtarchivs erläutert hat, bittet er nun die Besucher in Gruppen aufgeteilt, seine Mitarbeiterinnen Martina Koch und Alina Grenitz zu folgen. Die beiden Damen haben dann den Teilnehmern die Archivbibliothek und die Dokumentationsbibliothek ausführlich erklärt. Ja, also hier sind wir jetzt in der Archivbibliothek. Das ist sozusagen unsere Handbibliothek oder halt auch die für Besucher, wie Sie zum Beispiel, zugänglich. Also nicht zugänglich ist, aber wir geben Ihnen dementsprechend die Sachen raus. Wir haben hier die Archivbibliothek in einzelne Bereiche unterteilt. Wir haben zum Beispiel hier hinten, weil näher am Ausgang sind die regionalen Sachen, weiter hinten sind die etwas überregionalen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Westfalen oder Deutschlandliteratur, wirklich sehr allgemein und klein gefasst. Wir haben hier Ruhrgebiet oder auch NRW. Hier vorne sehen Sie dann zum Beispiel, das ist unser kleiner Zeitschriftenbestand, ob das jetzt von Vereinen aus Umgebungsstädten ist oder vom Westfalenspiegel, der halt auch regelmäßig erscheint. Hier in dem ersten Regal zum Beispiel, das ist Bergbau. Auf der Rückseite befinden sich dann zum Beispiel die Umgebungsstädten und die Unternehmen der Stadt Herne und Herne Eickel. Darauf folgt dann noch Schulwesen, Verkehr, Herner Literatur. Herner Literatur umfasst nicht nur das, was mit Herne zu tun hat, sondern auch von Herner Autoren beispielsweise. Dann haben wir halt auch Adressbücher. Adressbücher können halt auch gut recherchieren oder dabei bei der Recherche helfen, wenn es um Ahnenforschung geht. Dann kann gesehen werden, wann wer wo wie gewohnt hat, wann jemand verzogen ist oder nicht mehr in der Stadt gemeldet war. Und wir haben aber auch spezielle Archivliteratur, womit wir beispielsweise arbeiten können, die wir zur Verfügung gestellt bekommen vom Landesarchiv, vom Archivamt in Münster beispielsweise.
Und da ist halt auch ein kleines Regelwerk für uns nochmal. Und hier ist halt das, was wir ihnen halt geben können, wenn sie zu uns kommen, sagen, wir haben Interesse am Bergbau, an der Zeche, was weiß ich, Friedrich der Große. Dann suchen wir was raus, dann geben wir ihnen einen Überblick, was wir haben. Und dann schauen sie, was sie interessieren könnte. Und dann können sie einfach blättern, gucken und so können sie einfach das finden, was für sie dementsprechend interessant ist. Das sind diese Personenstandsregister. Also es kommen ja auch sehr viele Leute, die Ahnenforschung betreiben, oder wir kriegen auch viel Post von Erbenermittlern, Rechtsanwälten und dergleichen. Das sind also jetzt nur die Register dazu. Das heißt also, die Register, die sind jährlich erschienen und alphabetisch, so dass man dann kommen kann und sagt, ich suche meinen Opa Otto Meyer. Und der müsste in der Zeitraum von 1890 bis, weiß ich, 1910 geheiratet haben. Dann kann man da also nachsehen, ob es so war. Wenn man dann eine Urkunde findet, die befinden sich dann wieder unten im Magazin, das werden Sie auch gleich sehen, dann kann man die Urkunde hochholen und dann sieht man natürlich so die ganzen Zusammenhänge. Ja, gut, ist dann natürlich, wenn man schon die Daten hat, Stammnummer. Ne? Ja, also einschränken sollte man das schon. Also sonst könnten wir Ihnen das ganze Archiv dahin legen. Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Einschränken schon, aber man kann sich ja da so ständig. Da ist das Personenstandsgesetz erlassen worden. Und also da beginnt das und dann sind ja Fristen bei den Geburten 110 Jahre, also sprich bis 1905 haben wir die derzeit. Bei den Eheschließungen 1935 und bei den Sterbefällen bis 1985. Mhm. Also es ist so 110, 80, 30 Jahre Schutzfrist. Alle anderen, die darüber hinaus sind, die liegen noch beim Standesamt. Und da muss man dieses sogenannte berechtigte Interesse nachweisen. Also die kriegen sie nicht ohne weiteres. Diese Sachen kann jederzeit einsehen. Kostet das an Gebühren, wenn man das einsehen will? Die Nutzung, die kostet nichts, also noch nichts. In vielen anderen Städten ist es schon so, dass Gebühren erhoben wurden. Wir haben bisher immer noch gesagt, wir sind eigentlich ganz froh, dass die Leute zu uns kommen. Und solange die Stadt auch nicht sagt, wir müssen es jetzt machen, legen wir jetzt da auch nicht unbedingt den Wert drauf. Nun geht es eine Etage tiefer zur nächsten Station, nämlich den heiligen Hallen des Archivs. Die Schatzkammer des Archives. Ja. Hier haben wir das Magazin 1, das große Magazin. In diesem Magazin wird, wenn Sie so wollen, die Stadtgeschichte abgebildet, die amtliche Stadtgeschichte, die amtliche Überlieferung. Ich habe so einen kleinen Tisch vorbereitet mit so ein paar Bonbons, sag ich mal. Nachlass Hermann Schäfer, erster Bürgermeister der alten Stadt Herne. Können Sie anschauen, nettes altes Fotoalbum. Ja, bei mir ist Herr Peters, ein Besucher des Stadtarchivs, der hier diesen Rundgang heute mitmacht.
Herr Peters, was halten Sie von solch einer Veranstaltung? Also ich finde das richtig spannend und hochinteressant, um auch mal natürlich einen Überblick zu bekommen, was hier alles an Geschichte aufbewahrt wird, damit man auch mal die Möglichkeit hat, mal in den einen oder anderen Fachbereich reinzuschauen, um so etwas zu erfahren. Also Sie sind ja nun öfters hier im Stadtarchiv. Was halten Sie überhaupt von der Strukturierung und von der Art des Archivs, wie es sich heute darstellt? Also unheimlich wichtig, dass Geschichte gesammelt wird, archiviert wird, auch zur Verfügung gestellt wird für Besucher. Sonst ist die Geschichte ja komplett verloren. Und Ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Stadtarchiv? Die Leute sind hier wahnsinnig freundlich. Man kann jederzeit seine Fragen hier stellen, die immer gut beantwortet werden. Sie stehen einem auch ständig hilfreich zur Seite. Wenn man mal fragt, ich hätte gerne Interesse an dieses oder jenem, wird das überhaupt hier aufbewahrt? Und dann wird man darüber in Kenntnis gesetzt, dass das aufbewahrt wird. Und dann kann man einen neuen Termin machen und sich die Sache mal zur Verfügung stellen lassen. Herr Peters, schönen Dank und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem Stadtarchiv. Ja. Danke. Es gibt viel zu sehen, Bekanntes, aber auch Neues. Selbst für so renommierte Stadthistoriker wie Heinrich Lührich bietet das Archiv immer wieder neue Überraschungen. Auf Fragen der Besucher geben die Mitarbeiter des Archivs dann auch bereitwillig alle gewünschten Auskünfte. Nun macht sich die Gruppe auf den Weg zur Restaurationswerkstatt, wo uns Frau Eva Woblewski erwarten wird. Die Werkstatt befindet sich nicht im gleichen Gebäude wie das Stadtarchiv, welches sich in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Herne befindet. Sie ist in der Opitz-Bibliothek untergebracht. Um dorthin zu gelangen, müssen die Teilnehmer des Archivrundganges einen kleinen Spaziergang in Kauf nehmen. Denn die Opitz-Bibliothek befindet sich schräg gegenüber der VHS, ca. 200 Meter entfernt. Aber auch dieser Weg lohnt sich, wie sich später herausstellen wird. Ja, herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt, Restaurierungswerkstatt. Hier wird ja restauriert, Bücher gebunden und also ich bin vom Beruf eine Restauratorin und Buchbinderin und alles mit der Hand gelernt. Ich zeige vielleicht Ihnen, hat ja bestimmt einer oder der andere den Film Der Name der Rose gesehen. Und da sind ja auch die in dem Kloster, die haben Bücher gebunden. Und einer davon zum Beispiel, was ich glaube, keiner von Ihnen kennt, ist so eine Maschine. Maschine kann man nicht sagen, aber so ein Gestell zu Bücher heften. Was heißt heften? Ja, ich hefte die per Hand. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten, Bücher und Zeitschriften zu binden. Und eine davon ist eben Heften. Und Heftung macht man sehr selten. Sehr, sehr alte Bücher macht man heutzutage, weil es lohnt sich nicht. Es ist aufwendig, überhaupt das aufzubauen. Das ist ja nicht so, weil eine einzelne muss ich auch, vorher habe ich aufgebaut. Dann muss man ja auch dieses alte Buch restauriert, und wenn man das alte Buch restauriert hat, dann muss man ja auch Lagen machen, und die Lagen werden ja auch
gepresst und ja, mit so einer Säge werden ja auch Löcher gemacht. Also da, wo die, ja, wo die Naht kommt und das Buch gebunden wird. Ich wollte Ihnen nur einmal zeigen, wie das vielleicht funktioniert. Da hat man ja so eine Fadenheftung. Ja. Muss man ja immer, hat man extra für Buchbinder auch so ein Wachs. Man muss ja jede einzelne so Faden dadurch ziehen, dass man dadurch durchkommt, durch Wachs und nicht stehen bleibt oder stecken bleibt. Weil die Papiersorten früher, die waren ja nicht so einfach glatt wie jetzt. Wie die Lage jetzt mit Fadenheftung mit der Hand alles machen würde, das ist eine Arbeit, die keiner ja auch sich da überhaupt vorstellen kann. Vorführeffekt, ja. Einfach. Loch für Loch. Und da muss man ja wieder so machen, damit die Faden hier bleiben, eine Lage für die auf die andere Lage legen und immer alte Bücher binde ich ja auch und da mache ich ja auch Lumbecken heißt das, geklebt. All das Fachmännisch heißt, wird gelumbeckt. Ja? Und diese Zeitschriften, die muss ich ganz auseinandernehmen, schneiden und vorbereiten für Lumbecken. Also wenn ich die geschnitten habe, sehen die so aus. Dann habe ich also ein loses Buch, muss ich schön abklopfen. Dann habe ich die Rundung hier. Dann muss ich sogenannte Al, heißt das? Ja, Al oder? Ali. Ali, ja, mit meinem Akzent. Und dann werden die in jedem Buch so Ritze gemacht. Dadurch entsteht ja auch ein bisschen Luft und da kann ich ja auch mein Kleber nachher besser an das Buch verarbeiten. Ne? Dann kommt das Kleber, Planatol, hier mit, befestigt. Das ist ja alles, wenn ich das jetzt zeigen musste, ja auch, ja. Ja, klar. Und das ist ein Stoff, ne? Das ist so Gaze. Gaze ist das. Und wenn ich das fertig habe, sieht das so aus. Ja, genau. Zusammen. Das sieht ja so zusammen aus, so ein Buch. Und ja. Mit der Hand ist das ja auch, weil maschinell gebunden, wie Sie gesagt haben, zwei, dreimal aufmachen, ja, kaputt. Das ist kaputt. Gehen, also und hier, dadurch, dass ich ja auch noch hier alles Dings, ja auch alleine mache und ganz feste, dadurch kommt ja auch dazwischen ganz viel Kleber. Hier die Schriften hier gemacht, dann aufgeheizt und dann mit der Hand wurde das geprägt. Jetzt mache ich ja auch meine Schrift, hier das ist heiß jetzt, weil ich das schon vorbereitet habe. Hier habe ich meine Buchstaben und hier. Ne? Und dann setze ich ja auch den Titel, was ich da jetzt haben möchte. Was da jetzt, weil ne, jedes Buch hat ja eigene Titel, eigene Schriftsteller und alles muss so sein, wie so ist. Und dann wird das extra angeheizt, muss ja dementsprechende Temperatur haben. Und wenn das soweit ist, das, wie ich das da sitze, so wird ja auch geprägt. Ne? Genau. Und ja, dementsprechend die Stärke. Ein interessanter Rundgang geht zu Ende. Alle Teilnehmer haben viel gesehen, erfahren und gelernt. Rundherum eine gelungene Veranstaltung des Stadtarchivs. Alle Beteiligten gehen zufrieden nach Hause und blicken gespannt und voller Vorfreude den nächsten Veranstaltungen des Archivs und seiner Mitarbeiter entgegen. Wir vom Mondkanal sagen Glück auf, machen Sie es gut und schönen Dank fürs Zuschauen. Musik